Der absolute Burner, liebe Leute. Ich habe vorhin gesehen, Startbildschirm vor dem Spiel. Barcelona fast mit einer Stärke von 920. Das muss man sich mal reintun. Die sind aber im Gegensatz dieser Stärke, Mannschaftsstärke, nicht gut in Form. Die haben momentan nur eine 2, 2 Sterne bei der Form. Die Saison ist schlecht gewesen bisher. Die fangen ja ein bisschen später an als die Bundesliga. Ich denke mal, die ersten paar Spiele sind jetzt ein bisschen ins Höschen gegangen. Super gespielt, jetzt schon mal ist Matthausch mit links wieder. Also im Moment hat er irgendwie seinen linken Fuß lieber als den rechten, seinen starken eigentlich. Erster Warnschuss nach 6 Minuten. Sanchez, Piotake, wieder so ein klasse Ding nach vorne. Und da ist der Matthausch schon wieder und macht den. Also es ist kriminell mittlerweile mit diesem Kerl. Wieder Kiyotake, also das war anscheinend in London wirklich nur ein Ausrutscher. Der will es wieder gut machen. Der hat gegen Dortmund ein klasse Spiel gemacht. Und jetzt, nach 8 Minuten, machen wir das 1-0, wie in London. Adam Maher, das sieht sehr lustig aus, gegen Lionel Messi. Iniesta grätscht rein, Jordi Alba, aber wieder Maher. Schlechter Pass, aber irgendwie kommen wir da dran. Das sah nach einem Foul aus, wird nicht gepfiffen, bleiben im Ballbesitz. Vorerst. Matthausch gegen Messi. Jetzt kommt der Ball nach links. Neymar, Vorsicht, der ist wahnsinnig gefährlich. Jetzt muss er mal hin. Lionel Messi gegen Papadopoulos. Kommt zum Schuss, aber Rakowski fliegt zwar, aber hätte nicht hingemusst. Es ist ein Meter, anderthalb, die er am Tor vorbeigeht, der Ball. Also das ist unfassbar. Jetzt führen wir selbst hier in Barcelona. Und wenn es nur annähernd so gut am Ende vom Spiel, von den Ergebnissen aussieht wie in London, dann bin ich mir eigentlich sicher, dass wir die schwersten Spiele schon rum haben. Nämlich die Auswärtsspiele. In London, in Barcelona. Mit 4 Minimumpunkten, wo du dann am Ende rausgehst. Also das ist dann schon eine klasse Sache. Jetzt schöner Ball nach vorne. Ich bin gespannt. Sabitzer kommt hin. Sabitzer mit der Flanke. Die ist nicht schlecht. Fehler! Meine Fresse, was für ein Bock da hinten. Julian Wiesmeier mit dem ersten Tor. 20 Minuten vorbei. Unglaublich, was für ein Fehler da am langen Pfosten. Da gucken wir nochmal hin. Wer war das? Nummer 14, Mascherano. Ja, das, da muss er den nicht annehmen. Da muss er sonst wohin schießen. Da muss er zum Mond ballern. Da muss dann zwar die ISS ausweichen, aber egal. Da hätte er es vermeiden können. Das war ein unnötiges 0-2. Und es ist natürlich noch lange nicht gegessen. Wir wissen alle, was die Mannschaft kann. Ich habe es vorhin gesagt. Stärke weit über 900. Wenn die ins Laufen kommen, dann laufen die richtig. Jetzt kommt Chandler. Das ist Sabitzer auf Matthausch. Busquets kann klären. Messi nimmt Neymar mit. Also wahrscheinlich die beiden vielversprechendsten Youngster der Welt. Mario Götze und eben der hier. Neymar. Da müssen wir aufpassen. Matthausch mit einem Weitschuss wieder mit links. Ja, das war dann wieder so ein Ballmarke Geschoss in Richtung Zuschauer. So ein Mordanschlag auf die Fans. Wieder kommt der Ball so schön nach vorne. Von Kiyotake, der da irgendwas gesehen hatte. Und wir sind einfach präsent im Moment. Wir stehen gut. Anscheinend hat die Taktik diesmal besser funktioniert als in London. Fans sind dabei. Das sind unsere. Das sind die Nürnberger. Es wird ja immer so ein bisschen gesagt, das Camp Nou ist ein Theater. Ganz großes. Ein Theater für 100.000 Leute. Selbst wenn es läuft, wenn die Mannschaft gegen Real Madrid spielt, ist vielleicht die Ausnahme. Aber ansonsten, selbst wenn die führen, das ist nicht so wahnsinnig stimmungsvoll wie der Matthausch. Also ich bin mal gespannt, wie die Saison hier endet. Ob wir hier einen auf Bergi machen, so von wegen Triple-Möglichkeit. Also es ist natürlich noch sehr, sehr früh, um das hier irgendwie in eine Bahn zu lenken. Jetzt haben wir eine Verletzung, das war ein Foul, wird nicht gepfiffen. Wer liegt da? Ich kann es nicht sehen. Maher nach vorne, jetzt spielen sie weiter, obwohl er verletzt ist. Das ist Thiago. Der Partner von Iniesta da im zentralen Mittelfeld. Was für ein Ball nach vorne. Also das ist ja nicht normal, was hier gespielt wird. Pino da schon wieder so lang. Kiyotake, Torwart muss wieder rein hinten. Da läuft er wie eine Ente, läuft da hinten rum. Weiß nicht wohin. Wedelt mit den Armen. Kann ihn letztendlich doch klären. Neymar, Matthausch. Der sich sehr früh die Bälle holt. Chandler. Langer Ball. Sabitzer ist schnell. Der kommt dahin, bin ich sicher. Sehr schön gemacht. Kiyotake. Pfostenschuss. Also wenn ich das nicht besser wüsste, würde ich sagen, die haben sich verkleidet. Und wir sind die Blauen. Pinola. Aber das wirst du nicht erleben, dass Barcelona weiße Trikots anzieht. Da laufen die eher in Müllsäcken rum oder irgendwelchen Kartoffelsäcken. Anstatt sich hier weiße Trikots zu nehmen. Neymar.
Neymar ist schnell. Neymar ist schneller als Vollner. Flankt jetzt rein. Da ist Messi, aber Maher mit einem wahnsinnigen Antritt geht er vorbei an Messi, klaut ihm den Ball. Also das wird er sein Enkel noch erzählen. Chandler. Also was wir für eine erste Halbzeit hier gesehen haben. Unglaublich. 7:1 Chancen. 2 Tore, 20. Minute, da war das Ding hier schon auf 0-2 gestellt. Martausch und Wiesmeier. Natürlich Riesenfehler von dem Mascherano, haben wir gesehen. Und Marcel Sabitzer ist angeschlagen. Frische von 45, den müssen wir rausnehmen. Und mir graut es jetzt eigentlich schon wieder, wenn ich darüber nachdenke, dass Alexander Esswein schon wieder in die Partie kommt, in der Champions League. Ja, Halbzeitansprachen. Um Gottes Willen, also es ist viel, viel besser, als ich gedacht hätte. Macht es, wie wir es im Training einstudiert haben. Was haben wir denn einstudiert? Wie man sich besten hin einmauert wahrscheinlich, aber das sieht hier viel, viel anders aus. Verteidigung wieder so schlecht von den Noten, obwohl die nichts zulassen. Also da ist der FM ein bisschen merkwürdig. Ich lobe mal Wiesmeier, der hat das super gemacht heute. Knüpft also ein bisschen an die letzte Saison. Was haben wir hier? Ich denke mal die Jungs hier. Martausch muss ich nicht unbedingt machen, der kann ja zur Not auch einfach vorne stehen bleiben. Wenn es denn so sein sollte. Gucken wir mal in die Taktik rein. Was habe ich denen denn gesagt? Ja, wir spielen nicht mit Kontern. Ich denke mal, das klappt einfach besser. Das klappt einfach besser, finde ich. So, Vergleich, mal gucken. Wir haben jetzt hier Esswein stehen gegen Neymar. Da passt Chandler drauf auf. Die Laufwege von Alexander Esswein. Die möchte ich mal ein bisschen ändern hier. Der soll nämlich ein bisschen mehr zurück. Also den will ich eher hinten sehen als vorne. Deswegen hier nicht so weit. Also das kann dann eher Wiesmeier machen auf der anderen Seite. Ich traue ihm einfach noch nicht zu. Also er muss mich erstmal wieder überzeugen, dass er wirklich eine Bereicherung sein kann. Wie er das letzte Saison öfters war, als Sabitzer verletzt war. Ist ja ein etwas längerer Zeitraum sogar gewesen. Ja, es wird nichts geändert. Da kommt jetzt der Wechsel für den armen Thiago. Müssen wir mal gucken, wer da reinkommt. Das ist Fabregas. Es ist merkwürdig, dass der nicht von Anfang an spielt. Kommt für Thiago in die Partie und bei uns, wie gesehen, Alexander Esswein für den angeschlagenen Marcel Sabitzer. Kiyotake. Oh, das war ein böses Foul. Da muss er die Karte geben. Gibt er den gelben Karton für Sergio Busquets. Ja, er ist der Sohn eines früheren Torwarts von Barcelona. Also der Sohn hat ihn den anderen Weg eingeschlagen. Der steht nicht im Kasten, sondern der macht das Spiel im defensiven Mittelfeld kaputt. Das Spiel des Gegners. Da haben wir einen Busquets. Langer Ball nach vorne. Aber Adam Maher, der hat hier den Lionel abgemeldet. Ja, das ist das richtige Wort dafür. Ich denke mal, das gibt eine Ecke. Ganz genau, der war noch abgefälscht. Hiroshi Kiyotake wird das machen, 51. Minute. Bei Ecken sind wir ja mittlerweile ein bisschen gefährlicher, als es noch in der Vergangenheit so war. Mit Papadopoulos natürlich, Martausch ist auch ein großer Spieler. Da ist er, Martausch, und da ist Esswein. Ball kann geklärt werden. Fabregas, jetzt vielleicht ein Konter. Vorsicht, Messi hat Platz, spielt jetzt raus. Alexis Sanchez ist wahnsinnig schnell. Pinola kommt nicht mit, aber der Ball ist schlecht. Aber vielleicht kommt er noch dran, Neymar. Und wieder da dran kommt. Schade. Das war ein super Einsatz. Also muss man jetzt selbst mal sagen, als Gegner. Aber das war klasse gemacht, wie er da reinrutscht. Busquets. Fabregas. Aber da hat Hoffmann keine Mühe mit. Vollner. Ball kommt nach vorne zu Esswein. Sucht jetzt Martausch. Wiesmeier. Wiesmeier vielleicht mit dem Dribbling. Martausch. Oh, Junge, Junge, Junge. Also das ist eine Waffe, dieser Kerl. Mit den Distanzschützen, die er auch drauf hat. Habe ich ihm wirklich erlaubt mittlerweile, weil die Schusskraft und die Fernschüsse, die Werte so hoch mittlerweile sind. Das ist ähnlich wie bei Lassina Traoré bei Bergi. Bei dem haben wir ja auch einige wahnsinnig tolle Distanztore gesehen. So, Alexis Sanchez, Maher vor Messi. Ich weiß nicht, was mit Messi los ist heute. Vielleicht ähnlich wie in der Realität momentan. Einfach überspielt, einfach so viele Spiele die letzten Jahre gemacht hat. Das geht auch an so einem Edeltechniker und wirklich Vorbildssportler nicht vorbei. Piqué, das ist Busquets, Fabregas. Ja, Barcelona müsste langsam mal was machen. Vollner. Es klappt super. Also hinten ist das Stellungsspiel wahnsinnig gut bei uns. Kiyotake, das ist Maha. Nochmal nach vorne. Aber Gerard Piqué kann klären. Nochmal Messi. Nimmt Neymar mit. Wieder Messi. Aber da stehen sie. Da sind Vollner und auch Maha. Sehr dicht. So, 67 Minuten vorbei. Wir werden mal was wechseln. Vielleicht klappt es noch vor der 70. Von der Note her ist Wiesmeier sehr gut. Martausch ist sehr gut. Ich denke mal, wir bringen wieder Polter vorne rein. Das hat sich bewährt im letzten Spiel. Und
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht mal nochmal auf der Defensivposition wechseln. Aber Adam Maher ist eigentlich sehr wichtig heute. Deswegen möchte ich dann lieber gern mal Marvin Blattenhardt nochmal einen Einsatz geben. Es hat sehr lang. Ist schon sehr lang her, dass das mal nochmal der Fall war. So, Wiesmeier, Martausch. Martausch, macht er das Dritte? Natürlich macht er das. Und jetzt wird es langsam unrealistisch, würde ich fast sagen. Also Barcelona spielt ja hier ganz, ganz furchtbar schlecht. Und wir nutzen einfach alles. Da kommt Mario Götze, da habe ich eben noch von gesprochen. Er und Neymar. So, Plattenhardt, Polter kommen in die Partie. 0 zu 3. Also was ist das denn hier? Das würde natürlich, wenn du sowas in der Wirklichkeit nehmen würdest, aber man hätte es ja vorher nicht geglaubt von den Dortmundern, dass die so abgehen. Ne? Vor ein paar Jahren noch im Mittelfeld rumgedümpelt, dann kam der Klopp und dann ging es aufwärts. Also so ähnlich, wie das jetzt hier mit unseren Nürnbergern funktioniert. Nur, dass nicht ich der Klopp bin, sondern ich selbst. Deshalb, ich würde es in der Wirklichkeit unrealistisch nennen, aber im Let's Play mittlerweile nicht mehr, weil unser Spiel mittlerweile darauf ausgelegt ist, dass wir diese Stärke haben, das Spiel selber zu machen. Und das selbst hier im Camp Nou in Barcelona. Bei Arsenal habe ich das nicht gemacht. Da habe ich auf Konter gespielt. Man hat das sofort gesehen, dass das nicht so läuft. Aber das hier heute ist wie ein ganz anderes Spiel. Och, nee. Was für ein Fehler. Um Gottes Willen. Das kannst du ja keinem mehr erzählen, das Spiel hier. Kiyotake Vorlage. Und der sehr viel gescholtene Alexander Esswein macht hier das Tor. Das 4 zu 0. Ja, unsere Fans, da brüllen sie, da freuen sie sich. Also was für ein Feiertag hier. Lionel Messi gegen Adam Maher. Der stellt sich dazwischen, da ist er wieder, grätscht rein, hat ein bisschen Pech jetzt, aber guckt euch das mal an, die spielen, das ist... Ja, Barcelona absolut in schlechter Form. Normalerweise sollte man meinen, dass es bei so einer Mannschaft mit so vielen wirklich tollen Individualisten nichts ausmachen soll, wenn die Mannschaft nicht so in Form ist. Weil es halt wirklich immer mal dann... Situationen geben kann, wo die wirklich die spezielle Klasse der einzelnen Spieler den Ausschlag gibt. Messi, Iniesta, Fabregas, alle mögliche, Neymar natürlich, Götze. Aber gegen eine Mannschaft wie uns, mit dieser Form im Moment, reicht es nicht. Wir sehen das, der Messi ist ganz alleine da vorne und wie viele Beine von uns da rumhauen. Da ist kein Durchkommen, Nachspielzeit läuft schon, die pfeifen, sie sind unglücklich, Kiyotake. Nochmal nach vorne auf Polter, Distanzschuss. Ja, das hätte ich rausnehmen müssen, jetzt wo er im Spiel ist. Das ist dann schon ein qualitativer Unterschied, als ob da Martausch dann von der Distanz holst oder halt Polter. Da ist es vorbei. Und ich glaube es immer noch nicht. Also 4 zu 0. Wir haben ja gegen Barcelona letzte Saison schon gespielt. Da haben wir uns zu Hause gar nicht schlecht angestellt. Aber im Camp Nou haben wir dann wirklich die Hütte voll bekommen. Da ging gar nichts. Und jetzt, ein Jahr später, die Mannschaft ist gewachsen. Die Mannschaft ist... Der absolute Wahnsinn. 13 zu 1 Chancen. Haben wir hier erstmal den FC Barcelona weggerotzt. 4 Tore geschossen, genau wie Bergi im Finale mit dem HSV. Aber wir haben keinen kassiert. Also das lässt wirklich hoffen. Und es muss mittlerweile wirklich das Ziel sein, hier in der Gruppenphase weiterzukommen. In London einen Punkt geholt, hier in Barcelona 3 Dinger mitgenommen. Wahnsinn. Bis gleich. Was ein Match. Also wir haben eine klasse Mannschaft. Das ist wirklich, glaube ich, noch untertrieben. Also wir haben eine wahnsinnig gute Mannschaft. Schaut mal, wie das aussieht. Wir haben 2 Torschützen, 3 Vorlagengeber. Kiyotake mit einer 1,0. Also der hat heute wieder gespielt, als ob es keinen Morgen mehr gäbe. Der beste Mann bei Barcelona war der Torwart. Ich denke mal, der hat... Ja klar, einen Fehler gemacht zum 4-0, aber da war sowieso schon vorbei. Und ansonsten hat er noch sehr viel gehalten. Wir haben einfach nur... Im Moment wirklich alle. Ja, Grund zum Feiern. Also wenn du so in die Gruppenphase startest, mit einem Sieg gegen Stade Rennes, dann in London einen Punkt holst und jetzt in Barcelona 3 Punkte mitnimmst, dann bist du fast schon Favorit auf die Gruppe. Weil jetzt haben wir Arsenal zu Hause, wir haben Barcelona zu Hause und gegen Stade Rennes noch auswärts, was aber auch nicht unbedingt erschrecken sollte, wenn wir das hier heute gesehen haben. Teamansprachen haben alle funktioniert. Ja, auch super, Julian Wiesmeier heute mit dem Tor, mit der Vorlage. Sabitzer, da müssen wir mal abwarten, was der hat. Ob es den da Ärger erwischt hat. Der war ja schon sehr, sehr weit unten in der Frische angeschlagen. Wir können mal die Statistik gucken. Also, wir haben den FC Barcelona im eigenen Stadion wirklich demontiert. Ja, Thiago ist ausgefallen, aber dafür kam dann Fabregas in die Partie. Ich denke mal, das ist keine Schwächung. Das ist eigentlich sogar eher noch eine kleine Stärkung. Und dann nachher noch... Mario Götze für Iniesta, aber es hat nichts mehr genützt. Also Barcelona war zahnlos.
Und ja, gucken wir mal in die Ergebnisse rein. 7 Punkte. Barcelona bleibt bei 4 stehen. Der direkte Vergleich, der sieht natürlich jetzt schon wahnsinnig gut aus gegen Barcelona. Also die müssten bei uns dann auch mit 4-0 gewinnen, dass dann das Torverhältnis zählt, weil dann der direkte Vergleich ausgeglichen wäre. Und Arsenal auch mit 4 Punkten, Startrennen jetzt mit einem. Wir haben 6 Punkte Vorsprung auf Startrennen. Das heißt, der Europa-League-Platz ist eigentlich fast schon sicher. Weil Startrennen hat noch Arsenal. Ja, und auch noch Barcelona. Und das Barcelona-Spiel ist auswärts. Also müssen wir mal gucken. Also wir haben natürlich dann auch noch gegen Rennes das Spiel, wo wir dann nicht verlieren dürfen. Dann können die uns ja auch nicht näher kommen. Also das sieht sehr gut aus, muss man einfach so sagen. Ich bin selbst überrascht, wie die Mannschaft spielt im Moment. Ich will nur Spaß haben und Fußball spielen, sagt Tim Mattausch. Ja, Dani Alves, Eier, wir brauchen Eier. Die haben sie heute nicht gezeigt. Ganz und gar nicht. Das war ein wirklich ein blutleerer Auftritt der Millionentruppe. 920er Stärke, wie gesagt. Das habe ich mir niemals so erhofft, wirklich, und erträumt, dass das Spiel so laufen würde. 3 Tage eine Zehenprellung hat Sabitzer erlitten. Sehr fair sind wir. Das Duell, ja, Lionel Messi, der hat heute wirklich nichts zeigen können. Adam Maher, der kommt langsam in Form, der wird langsam wirklich zu der defensiven Waffe, für die wir ihn geholt haben, um einfach Papadopoulos zu ersetzen. Und das macht er super. Also heute auch mit Vollner zusammen. Die beiden haben sich dann ergänzt. Wenn einer mal Probleme bekommen hat, ist der andere aufgetreten. Also das passt im Moment wunderbar. Vom Stellungsspiel, vom Lauf in den Laufwegen her. Also ich habe überhaupt nichts zu meckern. Ja, dann können wir eigentlich weitergehen. Klar, dass Kiyotake das Duell gegen Messi gewinnt mit einer 1. 18 von 23 Pässen sind angekommen. Sensationell gespielt. Kann ich wirklich nur so unterschreiben. Dann können wir eigentlich mal weitergehen. So, was haben wir hier? Oh je, ein chinesischer Verein möchte Stiesen kaufen. 390.000. Da schauen wir gleich mal. Mal gucken, was da möglich ist. So, müssen wir natürlich verhandeln, klar. Obwohl ich den eigentlich nicht hergeben will. Ich gebe nicht gerne Abonnenten ab. A-Junioren gewinnen 4-0. Frank Steigelmann erzielt 2 Tore gegen Hoffenheim. Der kam von der Bank. Mal gucken, was kann der denn? Stärke von 61 mit 17. Also was wir dann auch noch auf der Bank sitzen haben. Jeder Teuchert, hat er drinstehen, dass er spielen muss. Nee. Also das ist eigentlich... Ja, der ist ein Jahr älter. Mit einer Form von 7. Ich denke mal, nächstes Mal spielt der Steigelmann. Ganz sicher. Ja, Max Flämig trifft, Shinobi trifft. Ja, das war dann in dem Sinne ein Abonnentenfestival, da die ersten beiden Tore. Klasse, Jungs. Verletzung 3 Tage, Scouting abgeschlossen vom HSV. Gucken wir natürlich auch mal kurz rein, ob da Talente sind, die wir abwerben könnten. Ja, Barcelona hat hier einen 18-jährigen Torwart. José María. In der 63. Aber der hat auch nur, wirklich für Barcelona-Verhältnisse muss ich wirklich sagen, nur 3 volle Talentsterne. So, Mannschaft, müssen wir mal schauen. Aber da fehlt natürlich Chandler. Da können wir schon mal den guten Arno Adai einwechseln. Dem kann ich auch mal sagen, dass der spielt im nächsten. So, nee, du bist im nächsten Spiel von Anfang an dabei. Gewinnt 3 Moralpunkte, sehr schön. Ja, dann hat er sein gelbes verstimmt mal weg. Das ist auch klasse. Sabitzer müssen wir mal gucken. Theoretisch könnten wir ihn schonen im Hertha-Spiel. Dass da mal Esswein spielt mit einer super Form. So machen wir das auch. Dann kann er sich mal ausruhen. Dafür kommt dann Timo Gebhardt auf die Bank. So, ja, Markus Vollner. Super Spiel gemacht. Der kommt auch dann natürlich nicht auf die Bank. Anu Adai, ja gut, der kann sich ja da wieder ein bisschen die Form zurückholen. 881 in der Form. Papadopoulos mit Moral euphorisch, genauso wie Hoffmann. Die haben im Moment beide dicke über eine 80. Eine 87 für Papadopoulos. Also was für eine Mannschaft, wirklich. So Leute, ich möchte mal gucken. Ich habe oben eine Herausforderung gesehen. Ich würde euch das mal gerade mal zeigen. Privater Bereich. Da steht, besitzen Sie mindestens 10% der Anteile als Fußballclubs. Das würde 30 Punkte geben. 10%, das würde bedeuten, wir müssen gucken beim Börsenwert des Vereins, was da möglich ist. Dann bekommen wir 30 Punkte, weil wir müssen ja Punkte hamstern jetzt, ne, für den Vereinswechsel, der angestrebt ist. So, hier können wir mal zum Beispiel mal gucken. Barcelona hat einen Börsenwert von 1,2 Milliarden. Das heißt, wir müssten 120 Millionen an Aktien kaufen, um die 10% voll zu machen. Das können wir noch nicht ganz schaffen mit unseren 2 Millionen Privatvermögen. Deswegen eine kleinere Mannschaft. Ich habe schon mal so ein bisschen geguckt, offscreen. Und da ist mir eine Mannschaft aufgefallen, die als der älteste Club der Welt gilt. Das ist Notts County aus England. Im Moment, League One Spieler oder Teilnehmer auf Platz 16.
Das ist die dritte Liga in England. Das heißt, die haben einen Börsenwert von 14 Millionen. Das heißt, wenn ich 1,4 Millionen kaufe, Aktien, habe ich 10%. Und das wäre eine Ehre, wirklich eine, von so einem Verein 10% zu haben. Sie müsste ich mal gerade mal gucken. Also das ist natürlich jetzt nicht so einfach. Also 1,4, genau, dann hätte ich, glaube ich, 10% oder wie ist das? Oder hätte ich für 2 Millionen dann gekauft wahrscheinlich, ne? Das können wir eigentlich mal machen, oder? Ich muss mal gucken. Vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht mal hier eine Million oder so machen. Millionen Aktien. Ja, mit einer Million Aktien, das wären dann theoretisch, ja. So, mal gucken. Das wären dann ja normalerweise 1.450.000. Das müsste dann ja normalerweise von denen dann 10% sein. Mal gerade gucken, kaufen wir das Ding mal. So, 1,440. Börsenwert war 402. Also müssten wir eigentlich 10% Aktien jetzt haben von denen. 10% steht, ja. Also müsste das eigentlich erfüllt sein. Diese Herausforderung hier. Großaktionär, mindestens 10% der Anteile. Ja, mal gucken, ob das zählt. Ansonsten muss ich ja noch mehr kaufen. Ansonsten. Ja, müssen wir mal gucken. Ich gehe mal gerade weiter. Wir haben jetzt das Spiel gegen Hertha. Können wir noch Europa League gucken? Machen wir natürlich gerne. Da mal die Bremer. Die, ja, 4:0 gewinnen. Gegen Forster Poltava. Was ist das, glaube ich, ein rumänischer Verein, wenn ich mich da nicht täusche. Philipp Hofmann trifft Sokratis heute ins richtige Tor, nicht ins eigene. Da ist wieder alles möglich. Also da weiterzukommen. Gruppe B. Aber wir haben eben gar nicht geguckt. Müssen wir jetzt machen. Mit der Champions League natürlich. Müssen wir wissen. War ich wieder zu flott eben. Ja, Dynamo Moskau, Newcastle. Gruppe C. Da haben wir Rubin Kazan, Bursaspor. Da muss man sehen. Muss da ein bisschen gucken, ne? Wolfsburg auch mit dem dritten Sieg im dritten Spiel. Also da ist das Ding fast schon gebonkt. Das sind 6 Punkte Vorsprung auf Heerenveen. Bei noch 9 zu vergebenen. Also von daher 3:1 gegen Larnaca aus Zypern. Liverpool und Bilbao hat sich wieder ein bisschen berappelt hier. Gruppe F, Sevilla, Hajduk Split, Lazio kann man, glaube ich, echt in die Tonne kloppen hier in dieser Europa-League-Saison. Zenit St. Petersburg, Celtic, wie auch vor kurzem schon. Auch die Schalker mit ihrem dritten Sieg gegen Dynamo Kiew auswärts mit Kevin Schalthauer. Der konnte ja damals gegen uns nicht spielen. Ich denke mal, das war gut für uns, wenn man das hier so sieht. 2 Tore von ihm. Gruppe I, Genua und Fenerbahce. Gruppe J, der HSV auch mit dem Sieg. 1:0 in Athen bei AEK. Also das läuft für die deutschen Mannschaften in der Europa League. Also Bremen sind da eigentlich die, die am meisten schwächeln. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau, würde ich sagen. Everton, Valencia und Twente und Benfica hat sich jetzt davor geschoben. Mit einem Sieg in Cluj. So, Champions League wollte ich noch machen. Champions League, ja. Gruppe A, das sind wir. Das sehen wir schon. Haben wir eben. Gruppe B, die Bayern, was machen die? Die verlieren in Rotterdam bei Feyenoord. Ja, haben noch nicht mal ein eigenes Tor geschossen, ne? Das war ein Eigentor hier von De Vrij. Oder De Vrij heißt er, glaube ich, richtig. Das wird hart. Es ist nur ein Punkt auf Platz 2, also ist noch machbar. Aber es wird natürlich jetzt nicht einfacher, ne? Mit 3 Spielen nur noch. Noch in London antreten müssen bei Tottenham. Wird spannend. Gruppe C, Man United, Atletico Madrid hier in Führung. Ja, hier die Allbekannten, wo man auch erwarten würde, dass hier vorne sind. Madrid und Paris Saint-Germain vorne, Gruppe E. Juve und Spartak Moskau, Lyon immer noch mit 0 Punkten. Und hier die Dortmunder. Ja, die machen es endlich mal besser. Kaka wieder fit und gleich läuft es wieder. 3:0 in Tel Aviv. Das ist natürlich eine Schießbude. Ne? Die haben ja gegen Chelsea schon hoch verloren. 0 Punkte. Gruppe G können wir noch gucken. Man City und Ajax Amsterdam. Also das kristallisiert sich auch jetzt raus. Und Gruppe H, die Mailänder haben den ersten Platz gesichert mit dem dritten Sieg. Und dahinter wird es wieder enger, weil Galatasaray... Ja, davon profitiert, dass Anderlecht gegen Mailand verliert und selber gewinnt. Na gut, hätten wir das. So, Samuel Stiesen möchte gerne bei seinem Verein bleiben. Natürlich werden wir ihm auch den Wunsch erfüllen. Klar, mit einer 65, mit 18 Jahren, also wäre ich ja strunzedumm, wenn ich das annehmen würde. Ja, komm mal, sagen wir mal 450.000 und 10% Wiederverkauf. Also, was heißt, nee, Wiederverkauf, nicht Weiterverkauf. So, Jugendspieler entdeckt. Alessandro Tacchini, Tacchini. Da gibt es einen Rennfahrer, der heißt, ich glaube, der wird Tacchini ausgesprochen. Boah, also ist auch wieder so ein klasse Talent. 3,5 Talentsterne, Rechtsverteidiger, Linksverteidiger kann er auch. Also mit einer 60, mit 16, also wird natürlich aufgenommen. Und dann müssen wir das anders machen. Ich muss da gleich, ne, kann ich gar nicht, ne? Deswegen vergesse ich das so immer, weil ich das nicht sofort machen kann. So, das ist gescheitert. So, und hier haben wir Hertha, ein bisschen was Scoutiges. Aber nichts Wichtiges, hier Hamburg. Thorsten Rumpf, ne, ist auch nicht so der Überflieger jetzt. Also hat es jetzt nicht funktioniert mit
mit den Aktien hier. Aktienmarkt, also, warte mal. Muss ich da noch ein bisschen nachlegen. Wir haben noch 635.000, also Hälfte wäre ungefähr, ja, sagen wir mal 50. 50 oder 500.000 ist eigentlich... Das ist eigentlich krank, ne, dass ich hier so viel Geld da reinhaue, aber kann ich hier gar nichts mehr kaufen, oder was? Ist wahrscheinlich zu viel. Jetzt kann ich kaufen. Ja, sagen wir mal, ja, 250. Nochmal. Ne, das dauert mir zu lange. Das dauert mir eindeutig zu lange. Machen wir mal so. So, 250 kaufen wir nochmal. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Jetzt sind wir Großaktionär. Gibt 90 Managerpunkte. Dann müssen wir jetzt mittlerweile, ja, bei 3600 noch was sein. Sehr schön, also kaufen können wir nichts mehr. So, wir haben 12,5% von Notts County. Es kann nur aufwärts gehen. Die stehen bei 1 Euro oder noch drunter. 1,45, ja. Mal schauen, 1,45. Kann nur aufwärts gehen. Vielleicht, wenn die Mannschaft dann demnächst mal wieder aufsteigt. Obwohl es im Moment natürlich nicht so aussieht mit Platz 16. Aber sehr geil, ne? Wir sind Großaktionär von Notts County. Dem, wie gesagt, ältesten Verein der Welt. So, ältesten Fußballverein der Welt. So, Mattausch. Der kann sich hier leider nicht gegen Philipp Hofmann durchsetzen in der Wahl zum Fußballer des Monats Oktober. Aber der hat es ja klar verdient. Bin ich ja schon so ein kleiner Fan von dem, muss ich zugeben. Und Lewis Holtby war auch noch dabei. So, 1860 hat Interesse an mir. Was gibt es Schöneres, als hier im Stadion unserer Hertha-Mannschaft die Däumchen zu drücken und sie von den Rängen zu unterstützen auf dem Weg nach oben? Nur nach Hause. Ja, Hertha steht ein bisschen besser da als letztes Jahr. Haben 2 Punkte mehr, ein paar mehr Tore geschossen. Also die haben sich da auch ein bisschen akklimatisiert. So, wir haben noch ein paar News zu machen. Datenbank aktualisiert. Der Jugendspieler hat sein Trainingsziel erreicht. Genau, da müssen wir das mal anpassen. Unser Inder, der hat noch gar keine. Torriecher, der ist vorne, das ist ein Stürmer. Fernschüsse... Was hat er denn noch? Schusskraft ist auch nicht schlecht. Dann kann er noch ein bisschen Dribbling machen. So, perfekt. So, 1860 FC Dallas. Angebot für Itter abgelehnt. Der hat keine Probleme nur mit HSV. Ja, das ist natürlich eine zwangsläufige Geschichte. Je öfter die jungen Spieler natürlich dann spielen, umso begehrter werden die. Was haben wir denn jetzt hier oben? 3652. Genau so sieht's aus. Also es sind noch knapp 350 Punkte, die wir brauchen. Ich werde mir das mal offscreen nochmal genau angucken, was wir oben bei den Erfolgen oder bei den Belohnungen nochmal alles erreichen können, was nahe liegt oder was, sagen wir mal, leichter zu schaffen ist, als hier zum Beispiel 2 Ligaspiele 5 Tore zu schießen. Da gucken wir mal und dann bin ich eigentlich guter Dinge, dass wir das schaffen könnten. Die Hertha. Mannschaft. Ja, normalerweise würde ich jetzt, ja, aber danach haben wir Koblenz, Hamburg, dann Barcelona. Also ich weiß nicht, ob das sich jetzt lohnt, irgendwas zu schonen hier, ne? Also wenn, dann halt eher dann mal frühzeitig rausnehmen. Mali, vielleicht dann... Der Maha ist auch ein bisschen müde. Und Papalopoulos, also haben wir ja die Spieler für. Nur wenn ich das jetzt wechsle, ist natürlich vielleicht dann... Ja, wir wechseln das, glaube ich, dann im Spiel aus. Dann haben wir quasi die Wechsel schon mal vordefiniert, was wir machen wollen. Maha muss raus, Kiyotake muss raus, Papalopoulos muss raus. Also das ist dann eigentlich schon klar. Fände ich eigentlich ganz okay. Also Peric, mal gucken, kann ich ihm was sagen? Nee, dass der in die Reserve muss, weil hier hat er nichts zu melden. So, Taktik noch kurz schauen, dass wir vielleicht mal hier noch irgendwas in Manndeckung nehmen. Pablo Aimar spielt immer noch. Mittlerweile 35, wird 36 demnächst. Beendet seine Karriere am Ende des Jahres. 2016 in der Mitte, so muss es richtig heißen. Ja, die Konstanz ist immer noch sehr hoch. Der hat immer noch klasse Werte beim kurzen Pass und bei der Ballkontrolle. Ich glaube, es ist immer noch ein Kandidat, um den mal in Manndeckung zu nehmen. Der kann uns natürlich nicht mehr weglaufen. Logisch, und Adrian Ramos ist der mit den meisten Toren. Das heißt, Adam Maher hat wieder einen neuen, lieben, besten Freund. Die Außen sind nicht so schlecht. Da ist Sven Bender. Ihr seht es, er hat sich nicht mehr verbessert. Das, was ich auch vermutet habe. Der steht genau wie beim letzten Mal, wo wir geschaut haben, vor einem Jahr. Auf einer 71. Ist 26, also da ist auch nichts mehr mit Talenterhöhung oder sonst irgendwas. Er hat ja 4 volle Sterne, also da müsste nochmal so mehr kommen. Konstanz ist wahnsinnig schlecht. Deswegen wahrscheinlich auch die Leistungsschwankungen. Wo haben wir denn hier mal die Durchschnittsnote stehen? Ja, 3,56, also es ist nichts. Also Sven Bender hat, glaube ich, seine beste Zeit hinter sich. Gut, können wir mal sagen, das war's. Wahnsinnig tolles Spiel in Barcelona gesehen. Also nicht nur seit sie ihn gemacht, sondern auch endlich mal Punkte mitgenommen.
Ja, und dann würde ich sagen, jetzt gegen Hertha, mach mal Textmodus. Bei Koblenz muss ich schauen, aber normalerweise DFB-Pokal ist immer 3D, das ist klar. Machen wir jetzt Hertha, Textmodus, Hamburg dann im übernächsten Spiel auch wieder Textmodus und dann haben wir schon wieder Barcelona, das ist glaube ich am besten. Bis gleich, Leute.